So, wir haben die nächsten Erinnerungen. Also, es sieht so aus, dass man direkt, wenn man direkt die Straße fährt, wo auch der Bus lang fährt, wo man direkt auf den Palmgarten schaut, ich glaube sogar auf irgendein Gebäude vom Palmgarten. Die heißt Zoom, wie heißt sie noch? Zoom die Straße? Oder Am, ne? Nee, oder Weg, ne? Ja, Grüneburgweg. Grüneburgweg. Und dahinter, nachher an der Kreuzung, da heißt die Straße dann anders. Franz-Siebert-Straße, die Querstraße und die Wiesenstraße. Die wir hochgegangen sind, ne? Ja, Wiesenstraße heißt die, die wir hochgegangen sind. Wiesenstraße. Jedenfalls geradeaus geht's auch weiter. So, da sind überall Häuser und Arztpraxen. Wir sind hier noch nie lang gegangen vorher. Uns kommt das total bekannt vor. Wir waren ja nicht das erste Mal im Palmgarten. Man hat uns hier zum Palmgarten gelockt. Und dort sind überall Ärztehäuser. Und auch so Häuser. Das muss da kein Arzt-Ärztehaus sein. Irgendwo hat die Stasi da ein Haus, wo sie uns immer hin verschleppt haben. Von dort starten sie ihre Operation, kommen immer wieder, ziehen sich um und so weiter und so fort. Und uns kommt es ganz bekannt vor, weil sie haben uns da wohl immer geleitet. Ja. Oder dorthin gebracht. Und wir sehen es. Wir haben gedacht, wir sind schon mal da gewesen. Wir waren noch nie da. So, des Weiteren hat man immer verhindert, dass wir in diesen Park gehen. Wir wären denn, wenn was rausgekommen ist, gleich darauf gekommen, dass wir irgendwie in diesen Häusern beim Park bearbeitet werden. Man hat uns gesperrt, dass wir in diesen Park gehen. Weil im Palmgarten kann man es leichter bearbeiten. Palmgarten gehört der Stadt, Stadt korrumpiert mit der Stasi. Im Palmgarten haben immer wieder Mitarbeiter gegen uns gearbeitet. Einer, der hat vorher immer die Toiletten sauber gemacht, ne? Genau. Und der kam immer rein bei meiner Frau und hat dann immer besonders scharfes Mittel gewischt. Sodass meine Frau dann raus musste. Kann man doch ruhig sagen, ne Nadel? Ja. So, wir haben in unseren Sicherungen auch diesen Penner. Bis damals hatten wir noch keine Handys. Wir haben ihn so zigmal fotografiert. Der Idiot ist zum Glück immer an uns vorbeigefahren. Er müsste gut zu sehen sein. Ne? Ja. Einige andere, die im Palmgarten gearbeitet haben, arbeiten auch gegen uns. Vielleicht sind sie auch noch tätig. Das wollen wir auch nochmal sagen. Ne? Ja. Ist nicht so schlimm. Wie gesagt, A. Punkt gibt es überall. Ja. Alles klar? Alles klar. Und ja, hier hat man uns gesperrt. Hier ist es sehr schön. Hier hat man uns ja einmal gesucht. Stasi hat uns das erste Mal verloren. Heute ist Stasi schön um uns herum. Stasi wechselt Kleidung. Stasi beäugt uns immer zu. Nochmal Stasi. Haltet einfach mehr Abstand. Ne? Dumme Mädchen und Jungs. Genau. Das wird nie wieder klappen. Wir werden uns immer weiter entfernen. Ja. Wir haben aber gelernt am 28.3. Okay. So, im Moment sieht es so aus, als wenn man noch einmal kurz an uns dran war. Aber wir wissen es noch nicht genau. Das ist unglaublich. Durch die Vergiftung treten wir immer weg und schon haben sie uns wieder. Und lassen uns jetzt schön blöd weiter rumlaufen. Weil sie haben doch alles. Sie beherrschen unsere E-Mail-Fächer. Sie beherrschen unsere Internetsicherung. Sie beherrschen unsere Videokanäle. Genau. Alle, die uns kontakten oder so, das löschen sie sofort. Wir kommen gar nicht rein. Wir müssen total umdenken. Diese Smartphones sind so klein, wir können das gar nicht lesen. Genau. Wir sind froh, wenn wir überhaupt berichtigen können. Sie müssten schon mitbekommen, dass wir das manchmal gar nicht lesen können. Denn so verkehrt schreiben wir nun gar nicht.
Und manchmal sind wir so betäubt, dann wissen wir gar nicht, wie man so ein Wort sagt. Das ist toll. Und ein ganzer Staat macht einfach mit. Das interessiert hier keinen. Und das ist natürlich nicht so gut. Und das nennt sich denn Demokratie. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.